Das chinesische Schattenspiel ist das Schattentheater, bei dem die Figuren aus der Haut wilder Tiere hergestellt werden, diese dann hinter eine Leinwand geführt werden und vor allem Volksgeschichten oder Legenden darstellen. Heute ist das alte Schattenspiel bei Kindern in China immer noch sehr beliebt. Diese Schüler haben ein Schattenspiel über die 19. Asienmeisterschaften in Hangzhou aufgeführt. Ich hoffe, immer mehr Leute können durch die Animation unser Schattenspiel kennenlernen und die chinesische Kultur kann dadurch auch weltweit verbreitet werden.